sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, 1962. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, und wer gestern zugehört hat, der weiß, dass wir heute in Novi Sad waren. Wir hatten ja einen Tag praktisch zu viel für Belgrad und den haben wir abgezweigt, um Novi Sad anzuschauen. Und das war eine richtig gute Entscheidung. Hingefahren sind wir mit BlaBlaCar, das ist eine Mitfahrzentrale, vielleicht kennst du ein oder andere von euch. Und ja, da trifft man sich dann am Bahnhof von Belgrad in diesem Fall und schaut sich noch kurz den Bahnhof an und stellt fest, dieser Bahnhof ist gar keiner mehr, sondern nur von außen ein Bahnhofsgebäude. Und drinnen gibt es auch noch die Ticketschalter, aber es gibt gar keine Gleise mehr, alles schon weggerissen und soll ersetzt werden durch einen Neubau. Tja, ich hoffe mal, die haben ein bisschen mehr Glück als die Berliner mit ihrem neuen Flughafen und irgendwann fahren da wieder Züge. Jedenfalls ging es von da mit der Mitfahrzentrale einem Auto, was mäßig in Schuss, aber ganz okay war, einem Fahrer, seiner netten Beifahrerin, die wenigstens ein bisschen Englisch konnte, der Fahrer konnte es nicht, nach Novi Sad 1 Stunde 10 Minuten. Man muss auf der Autobahn Maut bezahlen, etwas unter 2 Euro kostet das und dann landet man irgendwann in Novi Sad. Eine Stadt mit 289.000 Einwohnern, zumindest war das 2016 so. Und dieses Mal sind wir vor der Kulturhauptstadt Europa da. Denn im Jahr 2021 wird Novi Sad Kulturhauptstadt Europas sein. Und die Zeichen dafür, die standen jetzt schon ganz gut. Überall in der Stadt laufen schon Vorbereitungen, zumindest mutmaßlich, weil die Baustellen, die da sind. Dann die Häuser, die bereits mit QR-Codes ausgestattet sind auf der Museumsmeile. Das alles deutet sehr darauf hin. Viel muss aber sonst nicht mehr gemacht werden, denn die Stadt ist in einem erstaunlich guten Zustand. Man sieht den Einfluss der Österreicher. Zahllose Kirchen gibt es hier und in manchen gibt es dann drinnen auch deutsche Tafeln aus der Zeit der Österreicher. Ein relativ kompaktes Stadtzentrum, durch welches man so ein bisschen meanderförmig durchlaufen kann. Überall, wirklich überall, kann man auch draußen sitzen mit unter diesen kleinen Wassersprühern, die das Publikum in einen feinen Wassernebel hüllen, denn bei der Hitze hält man es kaum anders aus. Es waren heute wieder laut Wetterbericht 34 Grad, gefühlt war es ein bisschen wärmer. Und die Leute saßen draußen, haben ihr Bierchen getrunken und haben sie es gut gehen lassen. Wir sind also da durchgelaufen, haben die wunderschönen Sehenswürdigkeiten angeschaut und sind dann auch bis zur Donau vorgegangen. Da schaut man dann auf die andere Seite, wo es eine berühmte Festung gibt, die sehr, sehr sehenswert sein soll, für uns aber heute gesperrt war. Denn am 4. Juli, also übermorgen, genau einen Tag nach unserer Abreise, beginnt das Exit-Festival, ein berühmtes Musikfestival. Vielleicht hat es der ein oder andere von euch schon mal gehört. Es treten unter anderem Paul Kalkbrenner auf und The Cure. Ja, das wäre jetzt was für mich, denn deren Musik mag ich so ganz gerne, Kalkbrenner auch. Aber leider sind wir dann nicht mehr da und ich muss auch ganz ehrlich sagen, bei 34 Grad, gefühlt wie 43, möchte ich auch nicht auf einem Festival in der sengenden Sonne stehen müssen. Das ist, glaube ich, für den Körper eine ganz schöne Belastung. Ihr habt ja gehört, beim Fusion Festival, da hat es einen erwischt, wahrscheinlich auch wegen dieses extremen Wetters. Also, Novi Sad. Schreibt es euch vielleicht in den Kalender für 2021, ist eine sehr sehenswerte Stadt, die man gut zu Fuß erkunden kann. Natürlich wird man da nicht die ganze Zeit hinfahren, man wird, denke ich mal, ein paar Tage, ein verlängertes Wochenende in Belgrad buchen und dann nach Novi Sad übersetzen und sich dann dem Kulturfestival hingeben. Tja, dann sind wir mit dem BlaBlaCar zurück und heute an unserem letzten Abend wollen wir in ein veganes Restaurant hier in Belgrad gehen. Und ich kann euch sagen, darauf freue ich mich schon richtig, denn hier in Serbien ist eine Fleischkultur. Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, aber hier ist alles extrem fleischdominiert und kohlenhydratreich. Mit anderen Worten, da ist nichts Gesundes bei gewesen, kaum bis jetzt. Wenn man nicht mit Brötchen, welche mit Tomaten belegt sind, sich so durchschlägt, dann isst man quasi nur ungesund. Und dann mal etwas Gemüselastiges. Das wird eine Wohltat, denke ich mal, für Gaumen und für den Magen. Und das in einem Restaurant, das eine Dachterrasse hat, wo man auf die beiden Belgrader Flüsse
runterschauen kann auf alle Brücken der Stadt. Das verspricht auf jeden Fall schön zu werden. Es ist jetzt immer noch 34 Grad, obwohl es schon 20 Uhr und 4 ist. Also es ist einfach nur warm. Der kleine Trost, morgen soll es hier regnen, aber wir fliegen ja schon morgens kurz nach 6 Uhr nach Deutschland zurück. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sag Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und vielleicht hören wir uns schon morgen.